Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch mal diesen drahtlosen Lader zeigen für Smartphones, weil ich noch nie sowas besessen hatte oder habe und ich das einfach mal ausprobieren wollte. Und wie auch schon im letzten Video gesagt, ich gucke immer 100 Jahre, damit ich mich wirklich nicht nochmal damit beschäftigen muss. Und deswegen habe ich mir diesen Charger von Hama gekauft und wollte euch einfach nur mal sagen, was ich davon halte und ja, was für Erfahrungen ich damit gemacht habe. Erstmal zeige ich euch, was alles dabei war. Die Verpackung muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen, ich kann es ja auch so zeigen. Es war einfach nur dieses runde Teil dabei. Ultra Fast Charge steht da drauf. Und es ist ja, es ist schon sehr dünn. Hier oben ist es irgendwie, ja, es ist so sanftig, ne, so gummiartig. Hier unten haben wir dann auch noch mal so einen Dämpfer, damit das nicht so hin und her rutschen kann. Dabei war dann auch noch so ein etwas längeres Kabel. Das habe ich hier zusammen gemacht. Macht alles einen soliden Eindruck, fühlt sich alles ganz gut an. Hier hat man noch einen Micro-USB-Anschluss, da schließt man das Ganze an. Mehr, also viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ich packe jetzt noch mal eben mein Handy drauf. Ach genau, hier haben wir noch so einen LED-Kreis. Dieser Ring leuchtet dann halt auf, wenn man das Handy drauf tut und bleibt für ein, zwei Sekunden an und geht dann wieder aus. Aber das zeige ich euch jetzt mal eben. Sobald ich es drauflege, fängt er an zu laden. Das mit dem Ultra Fast Charge stimmt auch. Allerdings braucht ihr dafür auch ein geeignetes Schnellladegerät. Aber jedes Samsung-Gerät eigentlich oder fast jedes Gerät außer iPhone hat sowas eigentlich immer standardmäßig dabei. Ich kann euch auf jeden Fall auch sowas hier empfehlen. Also das ist so ein Adapter, wo drei USB-Teile drin sind, weil voll viele Sachen werden derzeit über USB geladen, zum Beispiel auch die GoPro hier. Und eigentlich ist es dann schon praktisch, wenn man dann direkt mehrere Ports zur Verfügung hat. Okay, das soll es gewesen sein. Ich kann das Teil wirklich empfehlen. Funktioniert super, sieht gut aus. So auch auf dem Tisch. Also wenn ihr sowas sucht, ich kann es empfehlen. Das soll es gewesen sein und bis zum nächsten Mal. Ciao.